Wer in Nürnberg heutzutage die Linie 7 nimmt, muss an der Tristanstraße aussteigen. Im Norden endet die Linie 7 bereits am Hauptbahnhof. Doch das wird nicht immer so bleiben. In diesem Video soll es um die momentan kürzeste Straßenbahnlinie Nürnbergs gehen, welche in Zukunft massive Erweiterungen erfahren wird. Nächste Haltestelle. Wegen Bauarbeiten auf dem Erlenstegener Ast bot sich den Fahrgästen bereits im Sommer des Jahres 2023 ein Vorgeschmack auf das, was in Zukunft Alltag sein wird. Straßenbahnen am Stadtpark. Hier zu sehen eine Linie 8. Auf diesen zur Betriebsstrecke degradierten Linienast halten seit 1996 keine planmäßigen Bahnen mehr. Als im Jahr 2011 die U3 zum Friedrich-Ebert-Platz erweitert wurde, wurde die dann parallel verlaufende Straßenbahnlinie 9 durch die Pirkheimer Straße eingestellt und damit auch die Strecke zwischen dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Rathenau-Platz zur Betriebsstrecke degradiert. Seitdem wird sowohl die Strecke der ehemaligen Linie 9 als auch die Wendeschleife am Stadtpark nur noch als Betriebsstrecke benutzt. Gerne lässt man etwa die Linie 4 bei Bauarbeiten zwischen dem Wegfeld und dem Stadtpark verkehren, wobei an den ehemaligen Zwischenstationen in der Pirkheimer Straße heutzutage natürlich nicht mehr gehalten werden darf. Aus und vorbei war es damit jedoch schon einige Wochen später, als zwischen Rathenauplatz und Rennweg die Gleise herausgerissen wurden. Und das nicht etwa, weil man sich von diesem Straßenbahnast nun endgültig trennen möchte, sondern genau im Gegenteil. Die heutige, nun ehemalige Betriebsstrecke zwischen dem Rathenauplatz und dem Stadtpark soll vielmehr zu einer regulären Straßenbahnstrecke aufgewertet werden, auf welcher dann die Linie 7 verkehren wird, wie sie es einst schon einmal tat. Dafür werden die Gleise und Haltestellen ertüchtigt. Wer an der heutigen Endhaltestelle der Linie 7, der Tristanstraße, aussteigt, sieht die Straßenbahn daraufhin in einem Tunnel entschwinden. Der 1938 fertiggestellte Straßenbahntunnel diente ursprünglich dafür, die Reichsparteitage nicht zu stören. Noch bis 2011 durften Fahrgäste durch den Tunnel mit zur Bayernstraße fahren, wo die Linie 7 all die Jahre ihre Endstation hatte. Doch die Tunnels sind marode und genügen nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen für den Fahrgastbetrieb, weshalb alle Straßenbahnen nach wie vor durch die Bayernwande wenden dürfen, allerdings keine Fahrgäste mehr durch den Tunnel befördern dürfen, weshalb eben die Fahrgäste an der Tristanstraße aussteigen müssen. Auf dem Gelände des ehemaligen Südbahnhofes entsteht ein neuer Stadtteil mit dem Namen Lichtenreuth sowie die Technische Universität. Da war es naheliegend, die Linie 7 dahingehend zu verlängern. Zunächst wird die Linie 7 dann an der Bauernfeindstraße enden. An dieser Stelle könnte angemerkt werden, dass vor langer Zeit einmal schon eine Straßenbahn zur Bauernfeindstraße fuhr. Die Trasse verlief hier, wo heute Fernwärmeleitungen liegen. Langfristig ist geplant, die Linie 7 über die Messe bis zum Südklinikum zu verlängern, wobei der Tunnel an der Bayernstraße dann endgültig für immer geschlossen werden wird. Heutzutage ist die Linie 7 eine kurze Stummellinie, welche man auch mal einfach so ausfallen lassen kann, ohne dass es irgendjemanden groß beeinträchtigt. Die 7 auf der Zielanzeige, die heute niemanden groß irgendwo hinbringt, wird jedoch bald wichtig werden.